Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProLife TV hier live aus unserem Schulungsraum in Ingolstadt an einem heute sehr, sehr heißen Tag. Wir haben knapp 35 Grad, trotzdem wende ich mich an Sie da draußen. Heute soll es um das Thema Steuern und Lebensversicherungen gehen. Wir wollen heute mal zusammen erörtern, inwieweit ist denn eine Lebensversicherung steuerlich interessant und inwieweit wird eine Lebensversicherung quasi vom Staat durch steuerliche Optimierungen oder steuerliche Möglichkeiten vom Staat gefördert. Im Laufe des Videos werden Sie merken, dass eben diese Förderung durch steuerliche Anreize mit der Zeit rapide abgenommen hat und die Lebensversicherung Status heute kaum noch interessant ist aus rein steuerlichem Gesichtspunkt. Dazu müssen wir weit in die Vergangenheit gehen und besser gesagt zum 01.01.1974. Das ist ein Stichtag dafür, alle Verträge, die vor dem 01.01.1974 abgeschlossen worden sind, sind nämlich grundsätzlich steuerfrei. Die sind auch dann steuerfrei, wenn sie für steuerschädliche Zwecke verwendet worden sind, später dazu mehr. Also alle Verträge, die vor dem 01.01.1974 abgeschlossen worden sind, grundsätzlich steuerfrei. Wir reden hier immer davon, dass die Erträge aus den Sparanteilen der Steuerpflicht, einer potenziellen Steuerpflicht, unterliegen können. Wie gesagt, vor dem 01.01.1974 eben nicht. Dann gibt es einen zweiten Part, der läuft sich bis zum 01.01.2005. Man spricht immer von den steuerfreien Policen, was grundsätzlich auch richtig ist. Hier sind die Erträge aus den Sparanteilen grundsätzlich steuerfrei, wenn eben eine 12-jährige Haltedauer überschritten worden ist. Das ist aber mittlerweile bei allen Verträgen logischerweise der Fall, die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen worden sind. Aber Vorsicht, auch hier gibt es Verträge, die steuerpflichtig geworden sind durch eine steuerschädliche Verwendung. Es gab hier also eine gewisse Verwendung für Einkommenszwecke, sage ich jetzt mal, da war eine Gewinnabsicht dahinter. Man hat die Verträge, die Lebens- oder Rentenversicherungsverträge zum Beispiel genutzt, um ein Darlehen zu besichern für eine fremdvermietete Immobilie oder man hat das hergenommen, um die Praxis oder die Kanzlei zu finanzieren und damit ist die Police dann steuerpflichtig geworden und alle Erträge, die in den Sparanteilen generiert worden sind, sind dann eben fallen unter die Kapitalertragssteuer und sind eben hier dementsprechend abzuführen, die Gewinne daraus. Dann gibt es einen dritten großen Block ab dem 01.01.2005. Man spricht hier immer von den steuerpflichtigen Verträgen. Hier sind die Erträge aus den Sparanteilen grundsätzlich steuerpflichtig. Seit 01.01.2009 sind diese mit der Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag zu versteuern. Dahingehend gibt es eventuell noch eine günstige Prüfung. Das sollten wir jetzt aber nicht im Detail vertiefen. Auch hier wurden dann einige, naja, ich will nicht sagen Anreize, aber ein paar Möglichkeiten geschaffen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass wenn man das 60. Lebensjahr überschreitet und die Verträge oder den Vertrag länger als 12 Jahre hält, dass dann nur noch die Hälfte der Erträge aus den Sparanteilen steuerpflichtig sind. Um den Kunden jetzt aber nicht zu übervorteilen, hat dann der Gesetzgeber gesagt, okay, wir nehmen dann aber nicht die 25% der Kapitalertragssteuer, sondern das muss dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden, der in der Regel deutlich höher liegt als die 25%, im Maximum bei rund 45%. Auch das war dann dem Gesetzgeber näher zu lasch, sage ich jetzt mal. Es wurde ein bisschen angezogen und zwar wurde dann zum 31.12.2011 die Hürde von 60 auf 62 Jahre erhöht, um eben diese Voraussetzung ja, zu erfüllen, sage ich jetzt mal, und um das in Anspruch zu nehmen. Und das ist eben die Möglichkeit, die es bei diesen steuerpflichtigen Verträgen eben gibt. Voraussetzung dafür, dass man eben diese hälftige Steuerpflicht noch hat, ist, dass der Vertrag nicht vermögensverwaltend ist. Nach § 20 ESDG ist es da legal definiert. Wenn Sie einen vermögensverwaltenden Vertrag besitzen, ist der grundsätzlich immer mit den kompletten Erträgen steuerpflichtig und unterliegt dann auch wieder der Kapitalertragssteuer in Höhe von 25%. In diesem Video werden Sie jetzt merken, im Verlauf des Videos, dass eben diese steuerlichen Anreize, die es gab für diese Versicherungsverträge, mit der Zeit immer weiter ja, verschwunden sind, sage ich jetzt mal. Die gibt es nicht mehr, die wurden vom Gesetzgeber aufgelöst und das ist mitunter ein Grund dafür, dass eben diesem Produkt der Lebensversicherung immer mehr der Garaus gemacht wird, weil man eben gar keine Anreize mehr hat. Jetzt hat man die steuerlichen Anreize nicht mehr, jetzt hat man die verzinslichen Anreize überhaupt nicht mehr. Das sind weitere Punkte da, die man natürlich in Frage stellen muss. Und das im Gesamten ist natürlich ganz, ganz wichtig, um eben das Produkt Lebensversicherung
auch realistisch und seriös einschätzen zu können. Mit diesem Video hoffe ich, dass ich Ihnen weitere Impulse geben konnte, Ihre Versicherung optimal einschätzen zu können, wo Sie da gerade stehen. Falls Sie Fragen haben, sind wir und unser Team natürlich immer für Sie parat. Sie können uns immer anrufen und erreichen. Es würde mich freuen, von Ihnen zu hören, und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich genieße jetzt dann noch die Sonne bei 35 Grad und wir hören uns dann beim nächsten Video. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.